Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück auf Scheppy TV, Scheppervoll YouTube-Kanal. Herzlich willkommen, Like da lassen. Ich sag's einfach mal ganz am Anfang. Abo, wenn ihr neu seid. Ihr könnt euch das erst überlegen, aber überlegt man sich, guckt das Video und dann vergisst man das und dann ist es doof. Also, ihr habt die Wahl. Wir sprechen heute über ein großes Thema. Das ist Modern Warfare 2022 und Exclusive Ace hat da gestern vorher sein Video zugemacht. Die Infos wusste ich gar nichts von. Ich habe diese Liga angeblich, da kommen wir leicht drauf, auch gar nicht wahrgenommen. Aber es gibt eben ein paar Infos zu dem Matchmaking von Modern Warfare 22, was jetzt demnächst rauskommt. Demnächst, ich vermute, früher als wir alle glauben. Das ist aber alles nur, worüber wir heute sprechen, das, was die geschrieben haben. Das sind keine bekannten Leaker wie Tom Henderson oder wie die heißen. Das heißt, alles immer ein bisschen Vorsicht zu genießen. Ich wollte nur meine Meinung einmal dazu beitragen und schauen, wie ihr das seht. Weil das größte Thema, was wir haben, seit vielen Jahrzehnten, der Krieg in der Ukraine zwischen, ja, oder nicht zwischen, sondern von Russland aus ist, möchte ich nur eine kurze Sache dazu sagen. Ich habe lange überlegt, ob es aktuell angemessen ist, Videos zu machen, auch Streams zu machen, aber jeden Tag auf der Welt jagt die Boko Haram in Afrika Frauen, Kinder und sonstiges. Der IS versklavt Frauen, steinigt sie, steinigt Kinder, schneidet Männern die Hände ab, alles Mögliche. Auf der ganzen Welt passieren schlimme Dinge aktuell und das, was in der Ukraine ist, betrifft uns am ehesten, weil es am nächsten dran ist. Ich möchte trotzdem, dass die Videos von mir für viele von euch 8 Minuten, 10 Minuten, 12 Minuten ein bisschen Ablenkung sind. Es gibt noch andere Sachen im Leben. Das Leben ist jetzt nicht vorbei. Nur in Anführungsstrichen, weil irgendwo ein Krieg ausgebrochen ist. Wir sind direkt beteiligt und ich hoffe einfach, dass alle Beteiligten einen Weg finden, dass das Ganze endet. Ich will aber nicht, und lasst es deswegen, dass ihr groß darüber in den YouTube-Kommentaren oder so schreibt, weil ich muss die Sachen löschen, es würde nur blöd sein. Ihr könnt dann nicht mehr schreiben. Es gibt bei YouTube den Button Nutzer ausblenden, das bedeutet, ihr selber seht euren Kommentar immer, aber niemand anderes mehr. Also niemand. Und jeder, der in den Kommentaren beleidigt oder so, kriegt diesen Button einmal von mir. Der kann dann 100 Jahre noch weiterschreiben. Er wird niemals realisieren, dass er, weil er gar keine Antworten bekommt. Also lasst es. Wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr euch austauschen wollt, ihr könnt das bei mir auch heute Abend live im Stream machen auf Twitch. Da werde ich eine halbe Stunde ein bisschen mit euch drüber reden. Aber nicht in den Videos. Es ist auch schwierig, über so eine Thematik zu sprechen, wenn ich Meinung äußere. Und ihr könnt, weil es ja ein Video ist und nicht live, dann eben verspätet erst reagieren und das geht dann hin und her. Das ist für mich wichtig. Modern Warfare 2022, Leute, kommt auf jeden Fall. Und zwar, ich vermute, es wird ja immer gesagt zu Oktober, ich glaube, weil Vanguard sich so schlecht verkauft und im Prinzip ja aufgegeben wurde, schon etwas früher. Und dann gibt es diesen Valve oder Ralph, Valve. Ich glaube, das ist falsch ausgesprochen, aber wir belassen es mal bei Ralph, Valve. Das ist komplett falsch. Ralphie, Valve. Ist ein sogenannter Leaker, den haben wir bisher bei anderen Leaks noch gar nicht gesehen. Das heißt, wir haben auch keine Ahnung, was für eine Trefferquote er hat. Er berichtet so ein bisschen aus seiner Sicht, darüber sprechen wir heute, aus der Sicht der Entwickler, unter anderem hier von Daemonware, die ja das Gibbous Matchmaking-System eingefügt haben. Und unten verlinke ich euch das auch. Exclusive Ace ist da, glaube ich, aus den USA der Erste, der da wirklich irgendwie drauf eingegangen ist. Könnt ihr euch natürlich bei ihm im Original gerne dazu anschauen, wenn ihr wollt. Kann euch nur empfehlen, meiner Meinung nach Ace, der beste YouTuber der Welt. Wirklich, was COD angeht, neutral, immer sachlich, sagt seine Meinung, immer basierend auf vielen Infos, ist sehr vorsichtig mit seinen Sachen, sehr, sehr cool. Also großen Respekt vor ihm. Und der hat darüber gestern auch schon berichtet. Es gibt ja bei Skill-Based Matchmaking seit MW19 zwei Sachen, die stören. Klar, man spielt durchgängig in stärkeren Brackets, je besser man ist, ohne zu wissen, dass man irgendwie besser geworden ist. Also wenn ihr jetzt in einer 1-0er KD-Lobby spielt und ihr habt eine 2er KD und das geht über 3-4 Runden so, dann kommt da Punkte pro Minute, KD, Laufweg. Wir wissen nicht, welche Faktoren 100% mit reinspielen, in welchem Verhältnis, aber so ungefähr grob gesagt. Also kommt in eine Bracket eine 1-2er KD Bracket. Da habt ihr irgendwann auch eine 2er KD, dann seid ihr in einer 1-4er KD Bracket. Das Problem ist, im Multiplayer wird euch ja nicht einfach angezeigt, du hast jetzt diesen Rang, du hast jetzt dieses Skill Level, dieses Skill Bracket. Ihr werdet also besser, ohne es zu merken, weil ihr irgendwann im Bracket seid, wo ihr nicht mehr jede Runde eine 5er, 6er, 8er KD schafft.
auf Kosten dessen, dass ihr eben mit anderen Leuten mit ähnlichem Skill oder es können ja auch viele Camper sein und sehr schlechte Spieler, die aber auf KD spielen, also viel campen, Abfuck spielen, sonst was, kommt ihr nicht mehr basierend auf eurem Ping in eine Lobby. Sprich, das Game sucht euch 11 oder 10 Mitstreiter, Teammates und Gegner, die in eine Lobby geschmissen werden und alle sind aus Deutschland oder alle sind aus einer Serverregion. Deutschland, England, Italien meinetwegen. Alle mit einem 20er Ping, sondern weil das mit Skill-Based Matchmaking nicht funktioniert, ist dieses System so ausgelegt, dass es die Verbindung einfach ignoriert. Es ist nur so ein winziger Teil der Verbindung reinspielt und ihr spielt relativ häufig durchgängig auf schlechten Verbindungen. Das zweite Problem bei dem Ganzen, damit dieses Skill-Based Matchmaking auch ordentlich funktioniert, gibt es ja die Disbanding Lobbies. Das heißt, ihr sucht eine Runde, oftmals werdet ihr in die Runde reingeschmissen, spielt diese Runde zu Ende, ihr wollt ja eine weitere Runde spielen. Die Runde, in die ihr reingeschmissen worden seid, wird wieder aufgelöst, ihr kriegt wieder eine neue Lobby, damit das Skill-Based Matchmaking nach jeder Runde immer 100% eure aktuellen Stats mit Stats von anderen vergleichen kann und euch wieder da reinschmeißt. Das nervt, das frustriert und Ace hat das ganz cool gesagt und das ist schon lange her, bin ich der Meinung. Bei Black Ops 4 eigentlich, was kein Skill-Based Matchmaking hatte, das letzte Mal, beziehungsweise es heißt ja offiziell aktuell Engagement Optimized Matchmaking. Ihr sollt so lange wie möglich im Game bleiben, deswegen gibt es auch diese bescheuerten Aufträge. Ihr müsst 20 Runden für eine Waffe 3 Kills machen, ihr dürft sie nicht beenden, vorher abbrechen, sonst was, damit ihr die Waffe bekommt. Und in diesem Matchmaking bei Black Ops 4 war es so, ihr habt eine Lobby gehabt und diese Lobby ist zusammengeblieben. Bis irgendjemand rausgegangen ist, dann ist ein neuer dazugekommen, vielleicht sind zwei raus, zwei neu dazugekommen. Ihr habt Suchen Zerstören gespielt mit einem 5-Mann-Team meinetwegen und ihr seid auf eine Party 5 andere Deutsche getroffen. Die haben euch 6-0 abgezogen. Habt ihr gesagt, nächste Runde, dann habt ihr sie 6-0 abgezogen und dann habt ihr Herrschaft gespielt in einer geilen Lobby und es wird 200 zu 190, ihr habt verloren, habt gesagt, komm, Revenge. All diese Sachen, da sind Freundschaften entstanden, bei mir sind Freundschaften entstanden, ich spiele immer noch mit Leuten, die ich damals zu Black Ops 3, Black Ops 4 kennengelernt habe, weil sie in meinem Team waren oder gegen mich waren und über Voice Chat und man hat sich beleidigt und hatte dann Spaß, hat sich Nachrichten geschrieben, alles cool. Und das gibt es alles nicht mehr. Ihr kommt in eine Runde, es gibt gar kein Gefühl mehr, dass man sagt, komm, ich will noch einen, sondern ihr kommt in eine Runde, die Runde ist vorbei, ihr kriegt eine neue Lobby. Da entwickeln sich keine Gespräche mehr, keine Freundschaften, keine Feindschaften, kein gar nichts. Und es nervt einfach. Und dieser Valve spricht darüber, dass diese Disbanding Lobbies mindestens bis 2024, wenn also dann das neue Treyarch-COD kommt, wo dann aber auch Microsoft schon verantwortlich ist, bleiben. Und einmal ganz, ganz kurz Werbung, Leute. Elden Ring ist wahrscheinlich eins der am meisten gefeierten Games der letzten Jahre. Die Bewertungen sind richtig heftig. Und wenn ihr Bock habt, euch bei Neva damit einzudenken, entweder für den PC, da habt ihr den Key für Steam, oder für die Xbox, oder ihr wollt euch einfach das Guthaben für die PlayStation zum Beispiel kaufen, nehmt ihr hier so eine 75-Euro-Karte einfach, kostet, wenn ihr da jetzt rauf geht, hier 63, dann kommt eine Gebühr dazu, sagen wir mal, ihr nehmt PayPal zum Beispiel, jetzt habe ich hier, upsala, eine zu viel, ich habe es Gott sei Dank umsonst bekommen, ich werde es demnächst auch mal im Stream spielen, dann habt ihr hier 67,58 €, gebt dazu einfach meinen Code Chappy ein, das ist relativ einfach, habt nochmal 3% Rabatt, und zahlt für eine 75 € PSN-Karte 65 €. 10 € gespart für eure eigene Tasche. Kann ich nur empfehlen. Mega Partner. Viel Spaß. Das Skill-Based Matchmaking aber überarbeitet werden soll. Und er hat nicht explizit gesagt, wie. Also, ob jetzt die KD deswegen weniger zählt, ob mehr Laufentfernung zählt oder mehr Präzision oder. Sondern er hält sich da relativ vage und sagt nur, Damonware als Entwickler dieses Skill-Based Matchmaking-Systems hat realisiert, dass es eben eine große Spielerschaft von COD weggetrieben hat, nämlich die Spielerschaft, die Above Average KD ist, also über Durchschnitts-KD in COD. Ratet mal, welche es ist, schreibt mal rein. Richtig, 0,6 ist die Durchschnitts-KD, wenn man alle Spieler auf der Welt zusammennimmt und dann alle KDs zusammenmischt und das sind 10 Millionen Spieler, dann nehmt ihr diese Zahl, die ihr zusammen addiert habt, durch 10 Millionen. Da kommt ihr auf 0,6. Jeder, der über 0,6 ist, kommt automatisch nicht mehr in Protected Lobbies oder wie viele von euch immer denken, Lobbys, wo nur geistig oder körperlich Eingeschränkte sind. Es gibt solche Lobbys, ja. Es gibt aber auch einfach schwächere Lobbys. Leute, die trotzdem gerade auslaufen können, aber nicht so gut zielen zum Beispiel. Diese Lobbys sollen ja eigentlich mit Skill-Based Matchmaking dafür sorgen, dass der Großteil, und
von diesem Topf sind so viele Anfänger und schlechte Spieler und so viele gute Spieler. Aber diese so viele gute Spieler scheinen sich ein bisschen vergrößert zu haben. Was man ja auch an Vanguard sieht, die Verkaufszahlen sind super schlecht. Skillless Matchmaking ist ein Grund, ein grandios schlechter Start von dem Game, kein Support. Es ist ein WW2-Game, was auch viele eher jüngere, gute Spieler nicht so feiern. Eher ein paar ältere Hasen, das soll nicht böse gemeint sein. Und daran sollen sie eben arbeiten, dass man eben als guter Spieler sich nicht mehr so diszipliniert und, ich sag mal, bestraft fühlt, wenn man Call of Duty spielt. Wenn ich mit meiner 2er KD Call of Duty Vanguard spiele, ist das Erlebnis, was ich in den Lobbys habe, etwas, was ich seit 3 Jahren schon kenne. Ich reverse booste nicht, ich habe keinen Neffen-Account, ich spiele normale Lobbys. Es gibt aber eben auch Leute aus der Party, aus dem Chat, Zuschauer, Freunde, die haben eine niedrigere KD und die spielen Lobbys mit mir. Wisst ihr, was für ein Erlebnis das für die ist, wenn die sonst so 0,8er KD-Lobbys haben und plötzlich spielen wir Vanguard zusammen mit 2,2er Lobbys? Es sorgt dafür, dass viele Leute ihr Interesse an Call of Duty verlieren, ihr Interesse, diese Franchise zu unterstützen, Geld in den Shop auszugeben und. Und an diesem Thema wollen sie für Modern Warfare 22 arbeiten. Ob das besser wird dadurch oder noch schlechter oder ob es vielleicht dann noch einfacher auszutricksen ist, was viele machen. Und da ist meiner Meinung nach auch nichts Besonderes mehr. Ich persönlich streame zum Beispiel relativ viel Rebirth und habe immer ein VPN an. Und jeder kann sich bei mir im Twitch-Chat ID, habt ihr meine Activision-ID und ich habe auch ein Command für VPN, wo man sieht, wo ich mich verbunden habe. Und ich zeig's auch. Mein Durchschnitts-KD mit VPN in Rebirth, also Durchschnitts-Lobby-KDs, sind zwischen 1,3 und 1,5. Ihr könnt ja gerne mal schauen, ob ihr bessere KDs bekommt ohne VPN. Es macht keinen Unterschied. Also VPN macht keinen Unterschied. Ich mach's vor allen Dingen, weil ich eigentlich immer die Hoffnung hatte, weniger Paketverlust, weniger Cheater zu haben. Den letzten Stream hatte ich in 8 Runden 6-mal Paketverlust, musste neu starten. Und die anderen beiden Runden hatten wir Aimbotter, ein Deutscher davon, Weltklasse. Das heißt, auch das bringt nichts mehr und im Prinzip können wir auch mit VPN demnächst aufhören. Es gibt aber noch viele, die spielen tatsächlich für YouTube wirklich extra dafür Gameplays, was ich nicht verstehe. Es guckt sich einfach keiner an. Es geht heutzutage eher um News, Infos, Diskussion und solche Themen als um das reine Gameplay. Diese Zeiten sind einfach lange vorbei und vielleicht lässt sich das neue System einfacher aushebeln, vielleicht wird es schwieriger, vielleicht wird es fairer, vielleicht wird es nerviger. Da werde ich noch die einzelnen Themen auch mal auffassen. Meine Meinung ist auf jeden Fall, es kann mit Skill-Based Matchmaking nicht mehr viel schlechter werden. Lasst mich aber eure Meinung gerne wissen. Glaubt ihr, dass mit diesem dicken Cut, der gesetzt wird, MW22 dieser Franchise nochmal helfen kann? Meiner Meinung nach ist Call of Duty nämlich eine Franchise, die eigentlich schon klinisch beatmet wird seit 2 Jahren und immer mal wieder so einen Herzschlag von sich gibt. Und das ist im Prinzip immer die Näherung und die Hoffnung, dass wir sagen, das nächste COD kann nicht schlechter werden. Das sagen wir allerdings auch seit 3 Jahren schon. Lasst mich eure Meinung wissen, Leute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Vielen Dank. Haut rein.